Ja, ich begrüße euch ganz herzlich zum Bhujari Mudra, die erdbewegende Haltung. Auch eine sehr schöne Übung, um sich wieder zu konzentrieren, sich zu fokussieren mit einer einfachen Handhaltung. Und zwar nimmst du entweder die rechte oder linke Hand und legst hier den Daumen oberhalb der Oberlippe so an, dass du aber deine Nasenlöcher dabei nicht verschließt. Die Elle zeigt dabei zur Seite hin. Und wenn du jetzt die Handfläche nach unten zeigen lässt, dann schaust du mal mit beiden Augen zum kleinen Finger, am besten zur Fingernagelspitze des kleinen Fingers hin und hältst jetzt diesen Fokus für eine Minute. Löse die Hand langsam, halte aber die Augen zu diesem Punkt hin, wo der kleine Finger mit der Nagelspitze war. Für einen ganz kurzen Moment. Bewahre also diesen Starrblick auch hier wieder. Es könnte sein, dass dadurch eine Gedankenstille eintritt. Und dann schließe jetzt für einen Moment die Augen. Ja. Bhujari Mudra, die erdbewegende Haltung übersetzt, die kannst du jederzeit wirklich integrieren im Alltag. Gerade dann, wenn du halt quasi dir diesen Punkt, wo der kleine Finger vorher war, weiterhin visualisieren kannst und halten kannst. Dadurch zentrierst du dich wieder zu einer Stelle hin und versuchst dich ein Stück weit von diesen äußeren Reizen, von denen wir ständig bombardiert werden, rauszuholen. Ja, eine schöne Vorübung auch für Tathaka, gleich jetzt hier als Anschlussvideo, Tathaka Stufe 3 mit einem vorgestellten Nachbild. Ja, wir wünschen euch damit ganz viel Spaß und auch viel Erfolg. Namaste. Ja, wir begrüßen euch ganz herzlich zu Tathaka Stufe 3. Falls du es bisher noch nicht erreicht haben solltest, ein inneres Bild auf der Netzhaut zu sehen, dann bleib auf jeden Fall bei Stufe 1 bis 2. Also Stufe 3 ist wirklich nur noch nach innen gehend. Genau, jetzt kannst du auch wieder dein Objekt wählen, also von der Vorstellung her dein Objekt wählen, entweder bei der Flamme bleiben, bei der Kerzenlichtflamme, oder ein anderes Symbol wählen. Es kann auch das einfache Aum sein. Während der gesamten Praxis ist es so, dass du dieses Symbol hinter dem Augenbrauenzentrum sehen solltest oder visualisieren solltest. Wenn es für dich so schwierig sein sollte, das Augenbrauenzentrum zu lokalisieren, kannst du quasi mit Kampfer oder Tigerbalsam deinen Punkt zwischen den Augenbrauen einmal berühren, sodass diese Stelle ganz offensichtlich wird. Dadurch wird diese Stelle sensibilisiert und du hast es dann einfacher, mit diesem Punkt zwischen den Augenbrauen und dem Symbol zu arbeiten. Gut, die Praxis selbst ist in 4 Schritten aufgebaut. Dafür bereitest du dich erstmal in deiner bequemen Sitzhaltung vor. Schließ die Augen und praktizierst einmal Kaya Stairyam, die Körperbeherrschung bzw. hier erst die Körperwahrnehmung von Körperteil zu Körperteil. Geh also durch deine Füße, nimm die Empfindung dort wahr und konzentriere dich auf diese Empfindung. Geh auch nochmal durch deine Beine und auch hier lokalisiere die Empfindungen.
körperlicher Art, konzentriere dich auf die Empfindung. Spür auch nochmal in dein Gesäß hinein. Welche Empfindung hast du hier? Konzentriere dich darauf. Spür in deinen Oberkörper hinein, die Vorder- und Rückseite nimm wahr. Welche Empfindung hast du eventuell im Oberkörper? Konzentriere dich ganz darauf. Welche Empfindung hast du in den Armen? Konzentriere dich auch auf diese Empfindung. Welche Empfindung hast du eventuell in deinen Händen? Spüre nochmal hinein in die rechte und linke Hand und konzentriere dich nochmal auf die Empfindungen hier. Und welche Empfindung hast du im Halsbereich? Konzentriere dich ganz darauf. Welche Empfindung hast du im Kopfbereich hier, im Gesichtsfeld und der Rückseite des Kopfes, genauso wie auf der Schädeldecke? Konzentriere dich darauf. Und zu guter Letzt, spür nochmal in deinen ganzen Körper hinein, beobachte ihn von außen. Welche Empfindung hast du im ganzen Körper? Konzentriere dich darauf. Wenn du das dann einmal für dich so durchgescannt hast, dann sei dir deines Augenbrauenzentrums ganz gewahr. Also hier deinem Brumadia, das ist das sogenannte Trikuti, dein Punkt zwischen den Augenbrauen. Versuch die Empfindung hier auf der Haut zwischen den beiden Augenbrauen wahrzunehmen. Und versuch an nichts anderes zu denken als an Augenbrauenzentrum. Mach das so, ein paar Minuten für dich, bis du eine ganz klare Empfindung hier in diesem Punkt erfassen kannst. In dem Punkt zwischen dem Augenbrauenzentrum. Wiederhol für dich: Augenbrauenzentrum, Augenbrauenzentrum, Augenbrauenzentrum. Wir arbeiten jetzt mit der Kerzenflamme. Du kannst natürlich dann aber auch dein eigenes Objekt wählen. Für Schritt 2. Hier geht es jetzt um die innere Visualisierung. Versuch jetzt am Augenbrauenzentrum, also am Punkt zwischen den Augenbrauen, eine Kerzenflamme zu visualisieren. Versuche dieses Bild dort zu halten. Wenn es verschwinden sollte, das Bild, oder so dahin schwimmen sollte, ärgere dich nicht oder wundere dich nicht. Versuche es dann wieder zu rekreieren. Also immer wieder dieses Bild auftauchen zu lassen. Okay, Schritt 2 sollte jetzt wirklich ganz stabil werden. Wenn du da jetzt noch nicht hinkommst, dann geh jetzt nicht weiter, sondern bleib immer wieder bei jeder neuen Übung oder bei jeder wiederholten Übung bei Schritt 2, bei der Visualisierung des Symbols am Punkt zwischen den Augenbrauen. Wenn du das Bild jetzt ganz klar hast, dann starre ganz intensiv auf dieses sogenannte innere Bild. Und sei dir gleichzeitig deines Atems ganz gewahr. Praktiziere dabei Ujjayi Pranayama in Verbindung mit Kejari Mudra. Und während du einatmest, versuch dir vorzustellen, dass der Fluss des Atems vom Augenbrauenzentrum zurückfließt Richtung Hinterkopf. Mach das so ein paar Mal für dich. Sei dir gleichzeitig des Ujjayi Pranayama-Geräusches ganz bewusst und zieh den Fluss des Atems vom Punkt zwischen den Augenbrauen in der Einatmung zum Hinterkopf.
Mit der Ausatmung führst du es wieder zurück nach vorne zum Augenbrauenzentrum, zum Punkt zwischen den Augenbrauen. Einatmend zurück zum Hinterkopf, ausatmend zurück nach vorne, Punkt zwischen den Augenbrauen. Gleichzeitig stellst du dir dabei vor, dass du fühlst, dass dieses Bild mit der Einatmung ebenfalls zurückzieht Richtung Hinterkopf und mit der Ausatmung wieder vorgeht Richtung Punkt zwischen den Augenbrauen. Fühl dabei auch gleichzeitig wieder die Geräuschkulisse des Atems. Als würde die Geräuschkulisse und der Atem selbst dieses Bild zurückziehen wollen. Genauso wie in der Ausatmung. Praktiziere das jetzt so ein bisschen für dich. Es könnte sein, dass das jetzt ganz selbstverständlich wird für dich, dieses zu praktizieren, in Verbindung mit dem Atem und dem Bild, wie so eine Art Fluss vor und zurück, vor und zurück. Jetzt gehen wir über zur Stufe 4. Verlasse jetzt Ujjayi Pranayama und das Kejari Mudra zusammen mit dem Atemgewahrsein und dem Geräusch durch Ujjayi. Jetzt geht es darum, die Natur des Bildes bzw. die Eigenschaft des Bildes zu erforschen. Versuche, in die äußere Realität dieses Nachbildes einzudringen. So als würdest du eindringen wollen mit deinen Augen, mit deinen geschlossenen Augen in dieses Bild und die Form und die Ursprungsnatur dieses Bildes erforschen wollen. So als würdest du nach etwas suchen. So tief dringst du quasi in dieses Nachbild ein. Seh auch das Kerzendocht der Kerzenflamme. Tauch in die Tiefe der Flamme ein. Fühl und seh die Aura der Flamme und wie die Aura der Flamme jetzt in dein Hirn eindringt. Sauge so viele Details auf wie nur möglich. Was ist die Eigenschaft dieser Flamme? Was ist ihre Ursprungsnatur? Was ist die tiefere Bedeutung, die dahinter steht, hinter diesem Objekt? Mach das jetzt so ein bisschen für dich. Je länger du das natürlich praktizierst, desto besser. Insbesondere dann, wenn du schon ein sehr klares Nachbild hast. Dann lass jetzt mal dieses Bild los und sei dir jetzt nur noch deines Punktes zwischen den Augenbrauen ganz gewahr. Für einen kurzen Moment. Wenn du bereit bist, dann öffne die Augen langsam. Ja, du wirst gesehen haben, dass es schwierig ist, im Grunde in erster Linie dieses Nachbild zu produzieren. Und wenn es dir so schwer fällen sollte, dann kannst du dir vorstellen, dass du quasi ein äußeres Traktaka praktizierst, also die Kerzenlichtflamme quasi an visualisierst im Außen, also dieses Bild quasi reinszenierst mit dir zusammen, so als würdest du Trataka im Außen praktizieren. Und dann nimmst du die Beobachterrolle ein, siehst also dich in Betrachtung der Kerzenlichtflamme und dann versuchst du immer mehr dieses Bild, also diese Szene zu reduzieren.
Erst sitzt du halt noch vor der Kerzenlichtflamme. Und dann am Ende vielleicht siehst du nur noch die Kerze, vielleicht sogar stehend auf einem Podest und irgendwann nur noch die Flamme. Also du reduzierst halt immer mehr dieses Feld. Und dann kannst du vielleicht versuchen, hier durch dieses große Bild immer mehr zum kleinen Bild, zur Kerzenlichtflamme zu kommen und diese dann nach innen zu visualisieren. Ja, Tathaka ist einfach sehr sinnvoll. Normalerweise werden wir ja so bombardiert von Außenreizen. Und Tathaka schafft es, dass wir quasi uns auf einen Punkt fokussieren und alles andere, was immer so aufkommt, auch aus unserem unterbewussten Feld, genauso wie im Außen, auszublenden. Also ein Stück weit also unsere Felder immer mehr wegzureduzieren und uns nur noch auf einen Punkt zu konzentrieren. Und dadurch können wir unserem Potenzial des Geistes ganz gewahr werden und dieses Potenzial vollkommen ausschöpfen. Und diese Ausschöpfung muss nicht nur spirituell sein, sie kann auch materiell sein oder eben mental. Also es geht im Grunde darum, dass wir unser vollständiges Potenzial herausziehen. Das, was so bedeckt gehalten wird durch Reize entweder im Außen, von denen wir immer wieder abgelenkt werden, aber auch durch Reize aus unserem unterbewussten Feld, die ja quasi zusammenhängen mit den mentalen Problemen, die wir ja auch schon besprochen haben. Ja, wir wünschen euch mit Trataka ganz viel Spaß und hoffen, dass ihr dabei bleibt. Je anstrengender das jetzt hier nach außen wird, desto intensiver und effizienter ist es aber nach innen. Ja, danke und bis dahin.